Ehre, wem Ehre gebührt. Toni Kroos. Ja. Toni, herzlichen Glückwunsch. 6. Champions League-Titel für Sie, der 15. für den Club. Dazu der Abschied à la Madrid in der Kurve. Ist das emotional überhaupt zu schaffen? Ja, einfach ist es nicht, muss ich zugeben. Meinen persönlichen Abschied in dem Sinne hatte ich ja letzte Woche schon in unserem Stadion, aber natürlich wollte ich mich verabschieden mit diesem Champions League-Sieg heute. Das bedeutet mir unfassbar viel und Gott sei Dank hat es geklappt. Klasse, Taktik oder diese Siegermentalität, was war das Entscheidende heute aus Ihrer Sicht? Ja, das Entscheidende war vor allem erstmal, dass meine ersten Halbzeit kein Gegentor bekommen haben. Ich glaube, das wäre mehr als möglich gewesen. Ich glaube, dass die erste Halbzeit war nicht gut von uns, wirklich nicht gut. Dortmund hat eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, aber ich glaube, wir sind besser ins Spiel reingekommen, machen dann das Tor und ich glaube, danach waren wir voll drin und danach waren wir auch die bessere Mannschaft. Aber es hat lange gedauert, bis wir die bessere Mannschaft waren heute. Es war jetzt Ihr letztes Spiel im weißen Trikot. Ist schon Platz für ein bisschen Wehmut nach 10 Jahren für Real Madrid, 22 Titeln und jetzt diesen wunderbaren Abschluss? Ja, natürlich schon immer wieder zwischendurch und vor allem letzte Woche war sehr, sehr speziell und ich habe natürlich versucht, diese Woche dann den Fokus aufs Finale zu richten, weil da bringt Wehmut nichts, das wollten wir gewinnen. Aber es wird schon schwierige Momente geben, weil wenn man das hier sieht hinter uns, das darf man vermissen. Genießen Sie es, bis nächste Woche. Danke.